Mit dem neuen S4 schickt Audi wieder ein Topmodell in die A4-Reihe. Downsizing heißt die Devise. Anders als bisher wummert kein V8-Sauger im Super Audi, sondern ein V6-Kompressoraggregat. Die PS-Zahl sank von 344 auf 333. Dafür powert die sechsflammige Maschine mit 440 Newtonmeter. Das sind immerhin 30 mehr als beim Achtzylinder. Wie gehabt, bestechen die neue S4 Limousine und der Avant durch einen eher zurückhaltenden Auftritt. Das heißt nicht, dass sie unauffällig sind. Vorn leuchten die modernen Tagfahrwings, hinten grüßen vier Abgasenden. Das schicke Interieur passt zum Sportler. Am Lenkrad und in den Uhren prangt das S4-Logo. Weiße Zeiger auf grauen Zifferblättern geben die wichtigsten Informationen preis. Die sitzen eingebettet in straffen Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen. Diese optionale Bestuhlung bietet genügend Halt für Oberkörper und Oberschenkel. Audi bezeichnet die Motorisierung als V6T. Das T steht in diesem Fall nicht mehr für Turbo, sondern für Aufladung generell. Das Prinzip der Druckluftzufuhr ist rein mechanisch. Ein sogenanntes Roots-Gebläse dient als Kompressor. Anders als ein Turbolader vom Abgasstrom wird der Kompressor über einen Keilriemen vom Motor angetrieben. Damit steht der volle Schub bereits vom Start weg zur Verfügung. Wir treten das Gas durch und der S4 spurtet wie am Gummiband gezogen nach vorn. Die Maschine hängt satt und gierig am Gas. Dabei läuft der V6 so kultiviert, wie man es in dieser Klasse erwartet. In nur 5,1 Sekunden beschleunigt die S4 Limousine auf Tempo 100. Bei 250 wird abgeriegelt. Dabei ist der Verbrauch gesunken. So verbrennt der neue Viertürer mit Schaltgetriebe 9,7 Liter auf 100 Kilometer. Der alte schluckt beachtliche 13,3 Liter. Eine spaßbringende Erfindung ist das neue optionale Sportdifferential. Es variiert die Kraft zwischen den Hinterrädern und schickt das Drehmoment beispielsweise beim Beschleunigen in der Kurve automatisch an das kurvenäußere Rad. Die Folge? Wir können Kurven nahezu wie auf Schienen durchwedeln. Nur mit viel bösem Willen und sehr hohem Tempo gelingt es, den Audi aus der Bahn zu bringen. Wer das selbst probieren möchte, muss noch ein Weilchen warten. Erst im Frühjahr 2009 wird der neue S4 zu Preisen ab 50.950 Euro in den Handel kommen.